Phase 4 bei Final Fantasy 8. Nachdem wir Galbadia aus Fisherman's Horizon vertrieben haben und unsere Freunde wieder in unseren Reihen begrüßen durften, haben die Mechaniker von FH den Garden wieder startklar gemacht. Außerdem haben unsere Freunde dem neuen Truppenführer und Anführer der Gardentruppe, Squall, ein Konzert gegeben, um zu zeigen, wie viel sie von unserem krummeligen, in sich gekehrten Hauptcharakter halten. Außerdem scheint Renoir uns immer mehr in ihr Herz zu schließen. Och, da winkt er in die Kamera. Ich grüße dich, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Nach der letzten etwas emotionaleren Folge soll es denn jetzt weitergehen in der Geschichte. Ich glaube, dass wir früher oder später, vielleicht nicht in dieser Episode, aber in der nächsten, auf jeden Fall unfassbar krasse Action erleben werden. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch, wie es dazu kommt. Also rein ins Game. Viel Spaß! Nun sind wir wieder zurück, hier am Spielbeginn bei uns im Zimmer, nach der extrem süßen, naja, ich will nicht sagen romantischen, aber wirklich knuffigen Party, die unsere Freunde für den grummeligen Squall bereitet haben, damit er sich besser fühlt und sie ihm zeigen wollten, dass sie für ihn da sind. Und das zeichnet gute Freunde doch auch aus, ne? Dass man nicht einfach nur nebeneinander herläuft, gemeinsam ein bisschen lacht, sondern dass man sich auch füreinander... Oh, wurde ich befördert? Ja, ich glaube schon. Nee, warte mal, es war gerade 14. Ich habe ein Seed-Level Einbußen bekommen, ne? Ja. Ist ja doof. Was habe ich gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und viel wichtiger ist, wo müssen wir jetzt hin? Die letzte Folge war ja so ein bisschen ruhig und wir haben die Charaktere näher kennengelernt, ihre Beweggründe und auch ihre Gedanken ein bisschen mitbekommen. Jetzt sollte es sich doch aber langsam auch mal wieder dem Thema der Hexe widmen und was wir eigentlich tun müssen, um, dritten Stock, mal zum Direktor, um herauszufinden, wo jetzt unsere Bestimmung ist. Denn wir haben ja immer noch unsere Hauptmission zu tun und es ist eigentlich überhaupt nichts geregelt. Wir haben nur gerade den Garten irgendwo festgefahren, wir wissen nicht genau, wie wir da wieder wegkommen und da müsste sich ja mal was ergeben. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Direktor ist. Hey, ich bin sogar richtig. Hallo, Schulsprecher. Schulsprecher? Das ist dein Rang. Ich und Quistis haben uns das ausgedacht. Sorry, dass wir das ohne dein Wissen beschlossen haben, aber wir müssen uns die Arbeit aufteilen. Ich werde mich innerhalb des Gartens um den Nachwuchs kümmern. Ich werde zusammen mit Dr. Kadowaki nach den Schülern sehen. Dein Aufgabengebiet umfasst die Routenplanung und das Strategische. Ach ja, lass Selfie ein wenig ausruhen. Sie meinte, dass alles in Ordnung wäre, aber das mit den Raketen scheint sie mitgenommen zu haben. Und ist das für dich okay? Okay, einverstanden. Gut, ich habe schon etwas zu berichten. Was denn? Hi Squall. Ach ja, du weißt doch noch, dass die Leute von FH haben den Garten repariert. Ja, weißt du? Die arbeiten jetzt fertig. Das heißt, der Garten kann wieder fliegen. Übrigens, ich bin jetzt für die Steuerung zuständig. Die Leute von FH haben mir alles erklärt. Überlass mir einfach das Steuern. Sag mir einfach Bescheid, wenn du los willst. Wohin denn jetzt? Leider haben wir zu wenig Infos. Hört mal, wie wär's, wenn wir kurz nach Balam zurückgehen? Wir haben schließlich die Stadt beschädigt. Wie es dort wohl aussieht? Vielleicht passiert in Balam genau dasselbe wie in FH. Es ist ja ebenfalls eine Hafenstadt. Du hast recht. Was machen wir, Squall? Tja, was machen wir? Das ist eine gute Frage. Und was heißt das jetzt? Wir haben die Kontrolle... Dieser Neida, legen wir ab? Noch nicht, ich rede erstmal mit den anderen. Warte noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich auch irgendwie mit Selfie reden, aber ich weiß nicht genau, wo Selfie ist. Was hat die Hexe vor? Weltherrschaft wäre einleuchtend, aber das glaube ich nicht. Ja, wo mag das Schiff wohl sein, auf dem Elyon jetzt ist? Ich meine, was sind denn eigentlich für Leute auf diesem Schiff? Auf diesem Schiff sind Seeds, das haben sie uns zumindest gesagt. Aber Seeds, die für die Hexe kämpfen? Eigentlich sind wir Seeds doch gegen die Hexe. Naja, legen wir erstmal ab. Legen wir ab? Genau. Wir wollen los, die Route lege ich unterwegs fest. Die Mannschaft soll sich bereithalten. Verstanden. Hier spricht die Brücke. In Kürze wird der Lampgarten seine
Reise fortsetzen. Schulsprecher Squall möchte vorher seine Antrittsrede halten. Darauf habe ich keinen Bock. Schalt das Mikrofon aus. Ah, wir können jetzt unsere Truppe festlegen. Also, ja, wen nehmen wir denn eigentlich mal mit? Ich würde sagen, Zell und Rinoa waren eigentlich eine richtig gute Truppe, oder? Das war gar nicht mal so schlecht. Die sind auch schon fertig gekoppelt, das kann alles so bleiben. Machen wir das doch so. Hey, wir können den Garten jetzt steuern. C vorwärts, S rückwärts, V auf die Brücke. X ein- und aussteigen. F Perspektive verändern. Also mit C und X, das sind die wichtigen. Wie cool ist das denn? Halt, verkehrt rum. Nein! I did it wrong. Wer parkt denn so schlecht, dass ich vorwärts wieder sofort nach FH reinfahre? Nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh nein, jetzt muss ich wieder auf die Brücke rennen. Danke für nichts, Leute. Diese Trolls, oder? Da habe ich extra auf C vorwärts. Natürlich waren wir noch... Ich hätte rückwärts ausparken müssen. Ah, das ist wieder so ein Spiel, ne? Das trollt die ganze Zeit nur. Jetzt darf ich wieder auf die Brücke hoch, muss Niida anlabern, dritter Stock. Nichts Verkehrtes klicken. Nicht das erste Mal, dass ich hier Müll baue. Und so wie ich das sehe, sind wir dann endlich frei. Das heißt, wir können endlich mal tun und lassen, was wir wollen auf der Weltkarte. Und dann werde ich erstmal offscreen einiges erledigen. Und zwar, Waffenfarm und alles. So, legen wir ab. Genau. Verstanden. So, okay, vorsichtig. Das passt soweit. Das kann so bleiben. So, drehen wir uns mal um. Und mit C... Vollgas. Das ist aber alles ein bisschen komisch. So, machen wir einfach so hier rum. Ne? So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Es führt eine riesige Brücke. Da wird dann irgendwie schlecht, wenn man so hier rumcruist. Zurück nach Belamp. Ja, wo ist denn eigentlich Belamp? Eine große Brücke. Können wir hier angegriffen werden? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, kann ich mit dem Garten jetzt auch auf Land fahren? Nice, das ist echt cool. Das ist richtig cool. Und hier sind wir auf dem... Warte mal, das hier ist... Galbadian, ne? Ne, das ist Timber, genau, hier ist Timber. Hier sind wir mit dem Zug angekommen. Warte mal, es gab doch hier irgendwo... Oh nein, jetzt bin ich wieder auf der Brücke. Damn it! Muss man ganz kurz gucken. Es gab hier auch irgendwo eine Karte, eine Weltkarte. Oh, wie geil das ist mit dem Garten. Wir können jetzt richtig machen, was wir wollen. Warte mal, ich gucke jetzt. Ey, da, irgendwo war die Karte. Da. Wir sind hier. Das ist tatsächlich Timber. Das Wüstengefängnis. Wir könnten auch mal angucken, wie die Raketenbasis aussieht. Da müsste ja ein riesiger Krater sein, ne? Dollet? Können wir auch mal vorbeigehen? Oh, wir haben so viel zu gucken jetzt. Fisherman's Horizon, da waren wir schon. Was haben wir denn hier oben? Das Schumidorf. Der Trabiergarten, da können wir auch mal hin, ne? Selfie, vielleicht sollten wir für Selfie mal zum Trabiergarten, damit sie... Obwohl, ob ihr das gut tut, wenn sie... Das ist bestimmt völlig zerstört vom Raketenangriff. Aber wir fahren jetzt erstmal nach Belamp und gucken, was da los ist, ja? Belamp, das, ich muss erstmal aufpassen, dass ich hier gescheit fahre. Nein! Ah! Ich muss mir unbedingt die Tastenbelegung ausdrucken. Da! Also nochmal. C war jetzt die Richtung. S war... Ah, der Zug! Okay, so, wir müssen jetzt Belamp. Das ist diese Richtung hier irgendwo, ja, irgendwie hier. Hoffen wir, dass es hier eine Art Strand gibt. Schön ist auch, wie hier die Kamera sich jetzt nun wieder überhaupt nicht bewegt. So, wir müssen weiter nach Osten. Wie machen wir das jetzt? So, können wir die Kamera auch noch bewegen? Das ist richtig oldschool, ne? Hier muss man noch alles selber machen. Sogar die Kamera muss noch gedreht werden. So, und hier ist der Unterwassertunnel, wo wir ganz am Anfang mit unserer Truppe in dem Zug gefahren sind und das allererste Mal die Vision von Laguna miterlebt haben. Direkt unter uns, auf der Karte eingezeichnet, der Unterwassertunnel... über dem wir nach Timber gelangt sind. Das ist so krass, wie die Geschichte sich mittlerweile entwickelt hat. Oh, ich komme hier nicht durch, verflucht. Ich muss irgendwie... Halt, nee, gar nicht. Belamp ist auf der anderen Seite der Brücke. Das heißt, ich muss auf dem Land um die Brücke drumherum und dann hinten rum wieder ins Wasser. Und was ist das? Das ist FH, genau, das ist FH. Wir hätten auch einfach von FH gerade nach Belamp durchfahren können. Macht ja auch Sinn, weil wir vom Belamp Garden aus einfach straight ohne Kontrolle in das Meer geprallt sind. Und gut, dass wir in Anführungszeichen nur in FH eingebrochen sind. Stell dir mal vor, wir wären mit voller Karacho in die Brücke reingedonnert. Dann hätte das wahrscheinlich nicht so gut ausgesehen. So, da musste ich ein kleines Kettchen machen, einen kleinen Cut platzieren.
Da war der Mr. Postman an der Tür. Und der nimmt leider keine Rücksicht auf Let's Plays. Schon gar nicht auf Story-Let's Plays. So. Richtung Blamp geht's hier lang. Und auf der Karte sehen wir, dass wir jetzt eigentlich gleich schon zur Stadt fahren können. Und ich hätte echt Bock, auch mir Dollet anzugucken. Ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen danach. Schreibt mir da mal in die Kommentare, wie ich das am besten machen soll. Soll ich für euch die... Ach, das macht wahrscheinlich... Oh, krass, hier ist der Garten drin, ne? Hier ist der Garten. Hier sind wir quasi hergekommen. Und hier ist der ganze Garten aus dem Boden gebrochen. Man sieht noch diese riesigen Einschlagsorte von den Raketen. Richtig krass. The fuck. Okay, ich war jetzt ein bisschen schockiert hier, als wir angekommen sind. Also... Das da vorne ist der Galbadia Garden und der hat sich auch losgelöst und steht vor Belamp. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt auf den Galbadia Garden stoßen, dann gibt es Krieg. Und damit meine ich richtigen Krieg. Garden gegen Garden mit all seinen krassen Sachen. Und ihr habt es ja auch in den verschiedenen Vorausblicken gesehen, der einzelnen Episoden, die zuvor kamen, dass dieser Krieg einfach episch wird. Richtig krass. Aber ich bin mir nicht sicher, wann ich das nächste Mal danach wieder in der Lage bin, mich frei zu bewegen. Und ich muss noch so viele Sachen machen. Ich brauche die Waffen. Ich muss noch Sidequests machen, die noch nicht geklärt sind. Deswegen werde ich jetzt für den Rest dieser Episode jetzt nicht zum Galbadia Garden gehen, sondern woanders hinreisen, mir zum Beispiel erstmal Dollet angucken und so. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen lame, könnte ich mir vorstellen, dass du das lame findest, weil da geht's richtig ab. Aber in der nächsten Episode werde ich mich dann darum kümmern und in der Zwischenzeit bis zur nächsten Episode werde ich die einzelnen Sidequests als kleine Mini-Episoden wieder nebenbei raushauen, neben der regulären Story, wo du dann einfach mal nachgucken kannst, was Sache ist. Ich habe nämlich mal gelesen, weil da kommt kein Mensch von alleine drauf beim ersten Durchspielen, was man so machen kann. Nämlich könnten wir nämlich auch nach, warte mal, was war das hier? Meine Karte war, alles, wo war denn jetzt hier? Ja, genau. Also, hier müssen wir nämlich mal hin zum Schumidorf. Und nach Windhill müssen wir auch noch. Ich muss mal gucken, wo genau Windhill ist. Das ist alles notwendig. Da ist Windhill. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Da will ich zum allerersten Mal hin. Ich will gucken, was es mit Laguna auf sich hat. Weil der war ja... Oh Gott, schon wieder. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Weil der war ja die ganze Zeit da. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr herausfinden über die ganze Geschichte. Das wäre mega gut. Da hätte ich richtig Lust drauf. Und dann geht's weiter. Wow. Fast einen Zugunfall verursacht. Dann geht's weiter hier mit dem Kampf gegen Galbadia und in der regulären Story weiter. Wow. Das ist richtig krass. Ich habe ja schon angedeutet, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell schon kommt. Aber, sag ich mal, das ist echt mega krass. Oh, hier, sogar Seizin hier. Was sucht ihr hier? Pass auf, was ihr tut. Wir sind die Söldner des Dorfes. Und gleichzeitig auch Gardenabsolventen. Ja. Was? Ihr kommt auch aus einem Garten? Und seid auch noch Seeds? Dann seid unsere Freunde. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Schön, dass ihr hier seid. Ja, wir sehen zwar nicht so aus. Warum haben wir eigentlich keine Seed-Uniform an? Gucken wir mal, ob wir Rain finden. Die hat doch hier gearbeitet. Rain, die Mutter von Elion. Die müsste jetzt relativ alt sein, oder? Oh, hier, alte Leute. Was haben wir denn? Ich will irgendwas über Laguna erfahren. Euch sehe ich zum ersten Mal. Was führt euch denn hierher? Ja, unsere Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Am Marktplatz gab es einen Laden. Dort lebte Rain und ein Mädchen namens Elion. Rain hat zum Erntefest immer Blumenkränze angefertigt. Wirklich schöne Blumenkränze. Elion ist auch seit jenem Tag verschwunden. Seit jenem Tag? Was meint er mit jenem Tag? Finden wir Laguna vielleicht hier? Da kann er uns vielleicht erzählen, was der ganze Kram hier zu bedeuten hat. Huch! Ein Chocobo! Kennt ihr das? Boah! Ein kleiner Chocobo. Das ist bei Final Fantasy... Huch! Das ist bei Final Fantasy... Oh, da kommt was runterregelt. Regnet. Was ist das? Was ist das? Kann man das aufnehmen? Da liegt was.
Eine Scherbe? Okay, Fragezeichen. Das ist typisch Final Fantasy. In jedem Spiel gibt es diese kleinen Chocobos und diese Musik ist auch immer die Chocobo-Musik, die eigentlich in jedem Spiel ungefähr gleich ist. Auf denen kann man eigentlich reiten, die sind viel, viel größer. Nee, da fällt jetzt nicht mehr runter. Oh doch, da kommt was. Cool. Kriege ich hier ganz viele Items, wenn ich die jetzt trete. Ey, ich erwische ihn nicht. Der ist zu schnell, der kleine Racker. Kleine Flitze. Ein Gieserkraut. Okay. Was ist los? Na komm schon, na komm. Erwischt. Einmal Chocobo treten, das darf die Peter aber nicht erfahren. Ein roter Splat. Blättle oder Feder? Soll das eine Feder sein? Ich glaube, es ist eine Feder. Kriege ich nicht. Eine Phönixfeder? Hey, hier gibt's einiges an Zeug. Das ist richtig cool. Na, komm schon. Da kommt, ne, doch noch. Ne, gibt nur eins. Das war's, glaube ich, ne? Oh, what the fuck? Das ist das. Ich glaube, der fand das nicht so toll, dass wir ihm seinen Nachwuchs an der Hand getreten haben. Ich muss gucken mal kurz, das Gießerkraut. Ich meine nämlich zu entsinnen, dass wir damit sogar einen Chocobo aufrufen können oder so. Warte mal, Gießerkraut, da riecht nach Chocobos. Damit kann ich im Spiel, glaube ich, im Kampf, ne, einen Chocobo rufen oder so. Bin mir gar nicht so sicher. Gehen wir mal weiter hier runter. So, keine Galbadia-Soldaten mehr. Aber hier, hier war Varanes Restaurant, ne? Oder Bar oder Kneipe. Schauen wir mal. Komm schon, irgendwas. Keiner hier? Sieht aber aus, als wären wir erst gestern hier gewesen. Und zwar sprichwörtlich. Es wird zu krass, wenn wir Rain hier finden würden. Rain! Rain? Nein, das ist sie nicht. Was wollt ihr hier? Macht bitte keinen Lärm. In meinem Atelier. Wer bist du? Was guckt ihr mich denn so entgeistert an? Naja, hier gibt es tatsächlich einen Geist. Ein Geist? Für meine Inspiration ist der mir sehr nützlich. Wenn ich hier meditiere, hinterlässt er ab und zu Düfte. Zum Beispiel der Duft einer weißen Blume im Erdgeschoss. Ob ihr ihn spüren könnt? Ein Geist? Eine weiße Blume? Das soll doch wieder irgendein Wink mit dem Zaunfall sein, oder? Ist Laguna tot? Ist er der Geist, den sie so spürt? Das wäre ziemlich an den Haaren herbeigezogen, ich weiß, aber... ich weiß nicht. Schon mir merkwürdig. Wo sind denn alle hin? Elion wollte mir einfach nichts verraten und es ist sehr merkwürdig, ne? Es ist alles total verzwickt. Was haben wir denn hier? Hier das Elions Geburtshaus, wo Elions Mom und Elions Dad hier auf der Kommode stehen, immer noch. Immer noch da. Da ist kein Foto drin. Ob das jemand mitgenommen hat? Das wird dann wahrscheinlich wirklich Elion gewesen sein, ne? Sie hat das Foto natürlich ihrer Eltern mitgenommen. Aber was ist mit Laguna? Das ist die Frage. Ja, das war natürlich wieder ein bisschen unfair zum Schluss, dass ich lieber erstmal nach Windhill gegangen bin. Ich dachte eigentlich, dass in Windhill mehr zu tun wäre. Es steht noch das Shumi-Dorf aus und dann müssen wir noch ein oder zwei GFs finden in der langen Reise. Dann möchte ich die Waffen upgraden und endlich die Strategie umsetzen, nicht ständig diese langweiligen GFs beschwören zu müssen. Die sind zwar nicht langweilig, aber wenn ich die 500 Mal angucken muss, immer in der völlig gleichen Sequenz, dann geht das schon ziemlich gewaltig auf den Sack oder die Eierstöcke. Und deswegen mache ich das jetzt so, dass ich offscreen jetzt erstmal die ganzen Waffen und so sammeln werde und dann voll ausgerüstet in den Kampf gegen Galbadia ziehen kann oder im Kampf gegen die Hexe. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei, lässt vielleicht den einen oder anderen kleinen Daumen da. Ich werde diese Offscreen-Geschichten, glaube ich, auch aufnehmen und zur Verfügung stellen, wieder so als Zusatz, der jenseits der eigentlichen Geschichte stattfindet. Aber naja, wir werden sehen. Ich bin draußen, wünsche dir noch einen wunderbaren schönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao.